Heute wird es gruselig, denn wir sind mal als Geisterjäger unterwegs. Ghostbusters! Yeah! Es kann losgehen! Wir werden jetzt auf jeden Fall hier dieses geheime Haus betreten. Hallo Leute! Moin moin! Und in diesem Haus soll es anscheinend spuken und es soll verfluchte Puppen geben. Und unser Ziel heute wird es sein, die Geheimnisse dieser mysteriösen Puppen herauszufinden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und freuen wir uns heute mal als Ghostbusters hier unterwegs als Geisterjäger. Genau, wir betreten hier sofort das Haus. Alles klar, wir gehen hier sofort raus. Und yo, wo sind wir hier angekommen? Wir sind auf jeden Fall jetzt hier in der Anfangslobby angekommen. Und hier haben wir schon das gruselige Puppenhaus. Schaut euch das Ganze mal an. Und so Puppen und noch viele weitere gruselige Kreaturen wird es auf jeden Fall heute gehen. Ich würde sagen, Leute, komm, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier in einen Raum. Und let's go. Alles klar, das bedeutet, wir beide, du und ich, der Pilzkopf und ich, wir sind jetzt auf jeden Fall ein Team als Geisterjäger. Und die Mission kann auf jeden Fall losgehen. Leute, kommt noch irgendwer rein, oder? Naja, dann würde ich sagen, wir machen das hier schon zu zweit. Oh mein Gott, bin ich aufgeregt, was uns jetzt erwarten wird bei der Geisterjagd. Und da sind wir angekommen. Wo ist mir denn hier? In einem riesengroßen Haus oder sowas. Schaut euch das Ganze mal und... Oh mein Gott, einer redet mit uns und hier sind sogar Puppen. Da sind sie, Elizabeth Edwins. Alles klar. Hallo, ich werde euer heutiger Führer sein während der Geisterjagdmission. Ihr werdet hier bleiben. Das Haus ist sehr unordentlich. Also fängt ihr heute an, indem ihr aufräumt. Warte mal, aufräumen? Was, wir müssen jetzt hier 10 Würfel finden? Verdammt nochmal, ich dachte, wir machen hier eine spannende Geistmission. Und auf einmal sind wir hier die Putzfrauen oder was? Und müsst ihr das ganze Haus aufräumen? Das kann ja wohl nicht sein. Naja, würde ich sagen, Freunde, komm. Wir müssen auf jeden Fall das machen, was diese Stimme uns gesagt hat. Und warte mal, es ist... Ah, sehr dunkel. Und schaut euch das Ganze mal an. Hier können wir so Licht machen. Und da haben wir die erste Box gefunden. Alles klar. Und okay, es sieht schon mal echt nicht einladend aus hier, das Boot. Weg! Ted chillt einfach sein Leben. Und da drunter unter dem Tisch ist hier die nächste Box. Alles klar. Ich muss sagen, das ist hier schon ganz schön gruselig hier, oder? Naja, wir schauen uns auf jeden Fall um. Haben wir vielleicht hier hinter noch irgendwo einen Würfel oder sowas? Nee, alles klar. Dann gehen wir jetzt hier weiter und überall diese mysteriösen Puppen liegen hier im ganzen Haus verteilt rum. Und Tür auf. Alles klar. Tja, haben wir den nächsten Würfel gefunden. So, zack. Den sammeln wir jetzt auch sofort ein. Komm mit. Kannst du mir auch helfen oder? Naja, ich würde sagen, er rennt mir nur die ganze Zeit hinterher. Dann schauen wir uns hier um. Da haben wir noch einen Würfel. Und hier haben wir auf jeden Fall auch noch einen Würfel. Aber wir müssen natürlich auch hier umschauen, Freunde. Und ich hoffe, wow, wir werden uns jetzt hier bloß nicht erschrecken oder sowas. Das ist schon ganz schön gruselig hier drin. Wow! Alter, das ist nur ein Panda. Alles gut. Falscher Alarm. Ja, nur ein Panda. Kuschelbär. Ey, ich möchte hier durch. Und da haben wir auch schon den nächsten Würfel eingesammelt. Sehr, sehr gut, ey. Und überall diese ganzen Puppen. Was hat das hier mit diesen mysteriösen Puppen auf jeden Fall auf sich? Und ich würde sagen, wir machen mal die Tür zu. Tschüss! Wir haben einfach die Tür geschlossen zu dem. Hier ist noch ein Würfel. So, zack. Den sammeln wir jetzt auf jeden Fall auch rein. Haben wir hier in der Ecke was? Nee, dann würde ich sagen, schauen wir mal hier weiter in dieser Tür oder sowas. Und der hilft mir gar nicht, ey. Naja, dann würde ich sagen, wir müssen diese Geisterjagdmission hier alleine machen. So, er verfolgt mich die ganze Zeit. Naja, würde ich sagen, ja, tschüss, wenn du mir nicht hilfst, dann hier, mach die Tür zu. Alter, hier. Alles klar, okay, wir schauen uns mal weiter um. Ich glaube, wir haben jetzt schon relativ viel gefunden. Hier ist das Bad oder sowas. Und da haben wir noch einen nächsten Würfel gefunden. Alles klar, und hier ist sogar ein Spiel. Wow, wie sehe ich denn auch so? Ich bin ein Pixel. Pixelbrei geworden. Wie sehe ich denn im Spiegel aus, ey? Oh Gott, ist vielleicht in der Toilette was? Hallo? Oh, ich bin stecken geblieben. Hilfe! Ich bin in der Toilette stecken geblieben. Naja, da würde ich sagen, sind wir jetzt hier mit dem Badezimmer fertig. Irgendwas müssen wir übersehen haben. Und da, Freunde, da war sie versteckt. Einfach im Lagerfeuer. Und was passiert hier? Und es geht weiter. Alles klar, Freunde. Wo ist mir jetzt hier bitte gelandet? Hallo? Ist hier irgendwer? Und hier ist sie wieder. Diese mysteriöse Puppe hier, okay. Deine heutige Aufgabe ist es sein, alle Puppen einzusammeln. Warte mal, ich dachte, wir müssen hier irgendwie welche Geister jagen oder sowas. Naja, dann würde ich sagen, ich mache lieber das, was diese Stimme mir sagt. Ansonsten, oh Gott, Freunde, weiß nicht, was mit mir passiert. Und was ist das hier für riesengroße Boxen? Man könnte glatt meinen, diese Puppe wäre irgendwie lebendig. Wow, Alter, ich erschrecke mich jedes Mal vor meinem Spiegelbild. Wie sehe ich denn bitte aus? Okay, ansonsten haben wir hier im Badezimmer
Kinderzimmer nichts. Hallo, dann gehen wir auf jeden Fall mal ganz, ganz vorsichtig hier weiter. Alles klar. So, da haben wir noch eine Puppe. Zack. Die sammeln wir jetzt hier alle ein. Ansonsten gehen wir mal hier in das Zimmer. Hallo, haben wir hier noch eine Puppe oder sowas? Ja, natürlich. Da haben wir sie. Und oh mein Gott, die sieht echt ja nicht so nett aus, muss ich sagen. Hat mir der Panda im Bett ein bisschen besser gefallen. So, naja, die Tür können wir auflassen. Und jetzt gehen wir ganz, ganz vorsichtig auf jeden Fall ab nach unten. Alles klar, da haben wir schon mal die nächste. Elizabeth Edwins, das ist auf jeden Fall der Name dieser mysteriösen Puppe. Aber was es damit auf sich hat, das müssen wir auf jeden Fall noch zusammen herausfinden. Was ist das hier? Können wir das irgendwie erkennen? Und das sind solche Boxen oder sowas. Alles klar. Ansonsten hier haben wir nichts weiter. Dann öffnen wir mal hier vorsichtig diese Tür oder so. Haben wir, genau, da haben wir direkt zwei Puppen. So einmal hier, zack, die nehme ich mit. Und da in der Ecke haben wir auf jeden Fall jetzt hier die nächste Puppe. Und let's go, alles klar. Junge, Junge, das ist ganz schön gruselig da oben, ey. Ja, ich habe hier gar nicht gesehen, ey. Wie sind die überhaupt da hochgekommen, ey? Hallo? Warte mal, wie kommen wir da hoch? Und, oh mein Gott, ich sehe einfach gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ich muss das Licht dafür anmachen. Und jetzt, da. Oh, oh, habe ich dich. Und es kommt wieder gruselige Geräusche oder sowas. Und das Licht flackert, aber dritter Tag. Alles klar, da sind wir im dritten Tag angekommen. Okay, Freunde. Sie hat uns einen Besuch gestattet. Sie war nicht glücklich. Sie ist gekommen und hat alle meine 10 Herzen genommen. Bitte geh und sammle meine 10 Herzen ein. Alles klar. Und, warte mal, ist das ein Herz, Freunde? Guckt euch das Ganze mal an. Das sieht aus wie so roter Wackelpudding oder sowas. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall jetzt hier 10 Herzen oder sowas einsammeln. Haben wir hier bei den ganzen Puppen irgendwas oder sowas? Wir machen mal wieder unser Licht an. Alles klar. Junge, und es werden immer und immer mehr Puppen. Eine ganze Armee wird irgendwie kommen. Alles klar. Dann gehen wir hier ganz, ganz vorsichtig raus. Ich meine, was wird passieren? Wieso ist diese Laterne jetzt hier? Und wieso liegen da so viele Puppen? Also irgendwie, das Haus verändert sich von Tag zu Tag immer mehr. Aber let's go. Ja, ja, ich bin immer noch ein Pixel-Person. Oh mein Gott, über der Toilette haben wir noch das nächste Herz gefunden. So, ansonsten müssen wir jetzt jede Ecke hier abtasten oder sowas. Weil die sind echt nicht so einfach zu erkennen. Was haben wir hier? So ein weiteres Spielzeug oder sowas. Dann gehen wir mal hier vorsichtig hier weiter. Oh, da unten, oder Freunde? War da nicht irgendwas? Da in der Ecke. Zack, da haben wir das nächste Herz. In dem ganzen Puppengetummel gehabt. Dann gehen wir mal jetzt hier vorsichtig. Oh mein Gott, was passiert hier? Das Haus ist echt verflucht, ey. Das Bücherregal, alles fliegt hier. Und die ganzen Puppen werden immer und immer mehr. Alles klaut. Da ist der Freund bei diesem Panda-Bär, bei dem Kuscheltier. Haben wir das nächste Herz gefunden. Ansonsten haben wir in dem Raum sonst noch irgendwas drin oder sowas? Nee, sieht anscheinend nicht so aus. Alles klar. Und da oben fliegt auch was rum. Alles gut. Es passiert schon nichts. Okay, Freunde. Wir müssen jetzt wirklich ganz gut konzentriert auf jeden Fall bleiben. Und müssen auf jede Kleinigkeit achten, die hier passiert. Okay, hier unten scheint aber nochmal erstmal alles normal zu sein. Und da, warte mal, können wir da reingehen? Und let's go. Alles klar. Da haben wir das nächste Herz. Da im Waschbecken, Freunde. Zack, da haben wir auch noch eins. Und unter dem Tisch, das habe ich doch gesehen. So, komm her, kleine Tomate. Dich, ey, nicht hinsetzen, ey. Ich will mich doch nicht hinsetzen, eine Pause machen. Ey. Wie komme ich jetzt an das Herz dran? Und habe ich dich auch eingesammelt. Alles klar, ich glaube, in dem Raum haben wir dann eigentlich hier alles gefunden. Hier in den Boxen, genau, war nichts drin. Dann gehen wir jetzt mal hier ins Wohnzimmer. Und auch hier ist alles am Fliegen und die ganzen Puppenboxen. Alles wird auf jeden Fall immer und immer mehr. Okay, okay. Kein Grund zur Panik, Freunde. Wir werden schon das Geheimnis herausfinden und das Geheimnis lüften von dieser mysteriösen Puppe. Da haben wir auch noch eins. Okay, haben wir irgendwas übersehen, Freunde? Wir schauen uns nochmal hier ganz, ganz vorsichtig unten um oder so. Und unter dem Tisch haben wir eins. Und wir haben alle gefunden. Und die Musik kommt wieder. Oh Gott, und ab geht es. Da haben wir auch den nächsten Tag überlegt. Tag Nummer 4. Die Story geht auf jeden Fall weiter. Was müssen wir jetzt tun? Okay, finde die 4. Warte mal. Ah, und die Schalter finden. Und gehe zum Exit. Alles klar, Freunde. Nichts leichter. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das hier, Freunde? Wir sind nicht mehr in dem Haus hier. Guckt euch das Ganze mal an. Also irgendwie macht mir das Ganze ein bisschen mehr Angst. Und gehe nicht runter, steht hier auch überall. Und alles klar, es ist schon alles gut. Und ich höre irgendwelche Schritte. Ich höre irgendwelche Schritte, Freunde. Hört ihr das auch? Hallo? Ist hier irgendwer? Okay, ganz, ganz vorsichtig. Hier lacht doch irgendwer, Freunde. Hallo? Hör auf mit den Späßen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Herz.
Oh mein Gott, das war die Puppe, das war die Puppe. Ich wusste es, sie ist lebendig, sie ist lebendig. Und wir, oh mein Gott, ach okay, wir könnten auch sprinten. Das würde ich auch an unserer Stelle machen. Wir müssen rennen, da haben wir einen Schalter, Freunde. Zack, den ersten haben wir auf jeden Fall jetzt umgeschaltet. Okay, Schalter 1 von, ich glaube, insgesamt gab es 4 oder sowas. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir jetzt hier nicht von der Puppe erwischt werden oder sowas. Und da drüben war sie irgendwo. Wir gehen mal... Oh nein, 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 nein. Wir gehen hier entlang. Da ist sie, Freunde. Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir leben noch, wir leben noch. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe da wieder nach Hause. Okay, Freunde, wir schauen uns mal hier um. Aber ich glaube, hier war ansonsten nichts hier von den ganzen Schaltern. Das bedeutet, hier genau war der erste Schalter. Den haben wir schon betätigt. Wo sind aber hier die nächsten Schalter? Es muss ja insgesamt noch 3 weitere geben. Aber die Puppe ist da, Freunde. Wie sollen wir... Da war sie, habt ihr das gesehen? Wie soll mir der Puppe... Oh, 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 jetzt kommen. Okay, wir gehen hier entlang. Gehen hier entlang. Ist sie irgendwo hier? Ist sie irgendwo hier? Okay, hier ist der Ausgang. Hier wird der Ausgang. Das merken wir uns. Ah, wir müssen hier die Spritzen, glaube ich, einsammeln. Oh Gott. Jetzt habe ich verstanden, ey. Den Schalter betätigen und die Spritzen einsammeln. Da hätte ich ja noch lange weitersuchen können. Okay, Freunde, zack. Da haben wir auf jeden Fall noch eine gefunden. Ich glaube, hier den Schalter, genau, haben wir ja schon mal betätigt oder sowas. Und jetzt liegen hier irgendwo Spritzen auf dem Boden. Und die müssen wir jetzt finden. So, ganz, ganz vorsichtig. Da ist eine Freunde. Oder bei hier irgendwo. Ah! Ist die Puppe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind wir entkommen? Alles klar. Wir leben noch. Alles gut, Freunde. Alles, alles Roger. Alles ist Roger hier. So, haben wir hier noch irgendwo eine Spritze. Oh, hier, hier, Freunde, zack. Oh, oh, gib mir die Spritze. Zack, alles klar. Oh. Irgendwas ist passiert. Ich glaube, die Tür hat sich geöffnet. Wir müssen jetzt hier nur noch durch den Ausgang rausgehen. Und dann... Oh mein Gott, ist das der Ausgang? Ist das der Ausgang? Freiheit! Und, oh Gott, ich glaube, nee, das ist nicht der Ausgang hier. Wir müssen jetzt... Die Tür findet... Oh, doch, haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft, Freunde. Du hast es geschafft. Du hast deine Geisterjagdmission beendet. Let's go. Alles klar, wir gehen mal vorsichtig weiter. Nicht, dass noch ein Jumpscare kommt. Aber es geht noch weiter. Es wird dich noch weiter verfolgen. Warte mal, wo? Es verfolgt mich noch. Oh, Chapter 2, coming soon. Let's go, Freunde. Das bedeutet, wir haben es geschafft. Und damit haben wir Chapter 1 auf jeden Fall hier vom Dollhouse hier geschafft. Let's go. Und das Geheimnis der mysteriösen Puppe gefangen. Hallo, komm hier weiter? Oh ja, werde ich hier immer noch verfolgt oder so. Und wo sind wir hier? Wir sind einfach mitten auf einer einsamen, verlassenen Straße. Das bedeutet, Freunde, wenn ihr Lust auf Chapter 2 habt, dass wir es auch zocken, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Dann wird es auf jeden Fall einen zweiten Teil geben von dieser mysteriösen Horrorpuppe. Aber fürs erste Mal haben wir es jetzt auf jeden Fall geschafft. Wir sind mit unserer Geisterjagdmission, ihr seht es, haha, hier fertig und sind dem Haus von dieser Horrorpuppe auf jeden Fall entkommen. Sehr, sehr gut. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.